Hier sehen wir mal eine tragbare HHO-Anwendungszelle. Hier ist eine Zellcut-Zelle, die aber total verändert wurde, modifiziert wurde, verbessert wurde. Hier ist ein Bubbler. Und ja, Temperatur anscheinend. Lüfter. Also kann man das tragbar praktisch ins Auto einbauen. Eine Trennzelle, die also Wasserstoff und Sauerstoff hier trennt rausbringt. Und hier auch ist auch eine Trennzelle. Eine spezielle Membran dazwischen, Siebdruckmembran anscheinend. Okay. Das Pumpen, da hat man gemessen, dass da rauskommt. Also bei unseren ersten Versuchen, die wir im Winter gemacht haben, hatten wir einen Wirkungsgrad von 67%. Aber wenn die ganze Strahlungsenergie, deshalb haben wir eben abgekommen. Also haben wir jetzt eine Gesamtluftstrom konstruiert, die ist also in Luft da drin.